23.09.1997. Acht Stunden. Verdammte acht Stunden ist es her, seit ich dieses Apartment nicht mehr verlassen kann. Die Tür ist verschlossen, ich kann sie nicht öffnen. Weder meine Hilfsschreie hört jemand. Wo bin ich nur? Ich kann mich nur noch an diese Gestalt erinnern. Das Körper stand an der Tür, ich öffnete. Mein Kopf, er tut so weh. Ich hätte das Apartment verlassen sollen. Jetzt ist es zu spät. Was ist das? Eine Buchseite? Ein Brief? Ich habe es gewusst von Anfang an. Ich habe mir geholfen. Nun muss ich nur noch die Antwort finden. Sie ist versteckt in diesem Buch hier. Aha. Aber die Seite ist rausgerissen, also müssen wir uns jetzt eigentlich der Bücher nehmen. Das sieht gut aus. Speichern wir nochmal. Das ist moin unwichtig. Okay. Ach, da liegt. Also was mache ich nun mit diesem Notenpapier und diesem seltsamen Buch? Welchen Buch denn jetzt genau? Ah, na klar. Ron, nö. Okay, gucken wir mal. Das wird ja hoffentlich jetzt irgendwas Sinnvolles ergeben. Pusenüffe. Der O. Nipfuf. Ah, gehen wir einfach mal die Reihen durch. Horn. Wann haben wir denn nicht mehr an dieses Buch gekommen? Ah, da, was? Was steht da? Syllabus. Ja, steht da wirklich. Das Wort habe ich doch schon mal gehört. Doch wo stammt das? Stand das? Ja, das zeige ich dir jetzt. Malcolm, das zeige ich dir jetzt. Und zwar stand das hier drin, in einem der Dämonenbücher. Aber frag mich gerade in welchem. Ich glaube, es war das dritte. Es war eins, auf jeden Fall eins von denen, die wir unzählige Male immer wieder gelesen haben. Gucken wir mal nach. Belia? Nee, der Kopflose. Oder vielleicht erst direkt. Böser Geist, bla bla bla. Lucifer, bla. Okay, dann war es das zweite, genau dazwischen. Der ist Syllabus. Ja, da steht es, Syllabus. Ein Dämon? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Diese Bücher sind diese verdammten Bücher. Wir sollten sie verbrennen. Und Anubis. Oh, ich steuere ihn nicht. Ich kann irgendwie nicht schnell laufen. Das macht er selber. Du kannst nicht gehen. Es ist vorbei. Wer ist da? Die Frage ist doch eher, wer bist du? Ich? Wer zur Hölle ist da? Oh, das Vieh von gerade. Du, was bist du? Ich bin du und du bist ich. Was? Du hast das hier alles gemacht. Du bist dieser Dämon. Und nun, was willst du? Ja, scheiße, wer spricht denn jetzt? Ach so, okay, jetzt, ja, okay. Hast du es denn nicht verstanden? Was verstanden? Du bist dieser Dämon. Ich, nein, du bist der Dämon. Was, du sollst ich sein und ich soll du sein. Außerdem soll ich der Dämon sein. Verdammt, was soll das? Was willst du hier? Und wer ist denn jetzt der Dämon? Ich soll einen weiblichen Dämon in mir haben? Wieso? In ihm? Nein, der Dämon hat nur deine Persönlichkeit geteilt. Der Syllabus selbst ist in mir. Aber du bist ein Teil von mir. Und nun, was willst du? Ich will nach Hause. Aber um diese Welt zu verlassen, brauche ich eine siebte und letzte Seele. Was haben diese Bücher für eine Bedeutung? Wer sind die Myers oder Jeremy Christoph? Was ist das für ein Mörder und was hat das alles mit dir, du Dämon, zu tun? Du hast wirklich nichts verstanden. Ich übrigens auch nicht.
Jeremy, Christoph und Karl Meyers haben dich gejagt, den Dämon, doch sie kamen nicht damit klar und wurden suspendiert. Ja, okay. Jeremy ist nach Schottland gegangen, er hat den Druck nicht mehr ausgehalten und hat sich eine Kugel zwischen die Augen gejagt. Die Waffe mit der letzten Kugel, stand das nicht in seinem Tagebuch? Karl hatte als letztes das fünfte Opfer gesehen. Diese Hure. Du warst in ihrem Körper. Super. Dann bist du, Dämon, auf Karl übergegangen. Warum hatte er sich wohl erhängt? Er hat es nicht mehr ertragen. Okay, so stand das sechste Opfer auch fest. Aber ich brauche nun mal sieben Opfer, um nach Hause zu gehen. Aber wieso hat sich Karl umgebracht? Wegen seiner Affäre? Er hatte niemals eine Affäre. Er war der Dämon und das sechste Opfer. Der Dämon spaltet die Persönlichkeiten. Deshalb bist du ich und ich du. Und nun musst du meine Seele zerstören, um zurückzukehren? Mensch, dieser Körper ist ja doch nicht so blöd, wie er aussieht. Ich dachte, du bringst dich irgendwann selber um. Denkst du, dass diese Kopfschmerzen von alleine gekommen sind? Nein! Verdammt! Wie bist du... Oh, da ist er ja nochmal. Du hättest mich ausschalten sollen, als du Zeit hattest. Also da ist jetzt noch einer. Was? Wie kommt der? Wer ist das? Erkennst du ihn nicht? Die Hose, die Haare, das bist... Och, ach, du selber bist das. Aber wie kann das? Der Dämon hat dich in drei Persönlichkeiten aufgeteilt. Okay, ja. Deine böse Seite kennst du ja. Sie hat es geschafft, mich aus dem Apartment zu vertreiben. Dann hast du mir die ganzen Nachrichten geschrieben. Beziehungsweise, ich habe sie mir geschrieben. Ich werde nun zurück in den alten Körper gehen. Das kannst du nicht machen. Stell dir doch mal vor. Ich gehe heim. Vielleicht kann ich dich nicht hindern, aber ich werde mich... Oh, Leute, was? Ja, genau, was? Niemand wird hier sterben. Und wenn, ist es ja doch nur eine Person. Ich werde gehen, egal wie. Oh, jetzt betteln die sich. Bam. Epischer Laserschwertkampf. Das Apartment sieht wieder aus wie immer. Und da liegt er. Also. Oh, Wahnsinn. Ja, komm, das letzte Telefon. Telefonat. Plack. Ja. Ich bin jetzt zu Hause. Apartment. Ein Spiel von Sascha Burgdorf in Zusammenarbeit mit Dominik Preuße. Das Spiel war ein Geschenk an jemanden. Inspiration, das geheime Fenster, die neuen Pforten und Silent Hill The Room. Wer hätte es gedacht? Ja, das war's. The Apartment. Der Böse hat gewonnen, obwohl ich fand es ein wenig sehr, sehr verwirrend am Ende. Aber okay, die böse Seite hat gewonnen. Ich frage mich, ob man auch hätte die gute Seite gewinnen lassen können. Ich meine, ich hätte da was im Kopf, so ganz Silent Hill-like. Aber sicher bin ich mir natürlich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ja, das war The Apartment und auch erstmal mein letztes Let's Play. Aber ich habe mir da schon etwas anderes überlegt. Mal gucken, ob ich das auch wirklich mal ausprobiere. Etwas für die Game Design Interessierteren. Aber dazu später mehr. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Vielleicht ein bisschen besser als das Haus, vielleicht auch nicht. Schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Und ja, viel Spaß noch auf dem Channel. Und bis zum nächsten Mal.